Herzlich willkommen Leute zu einer weiteren Folge von Yu-Gi-Oh! In der letzten Folge haben wir gegen May Valentine gekämpft und gewonnen. So, jetzt machen wir hier weiter. Ich habe vor bald, ich überspringe nochmal, hier eine Capture-Card zu holen. Ist nicht mehr lange hin bis zur Capture-Card. Und ja, dann werden die Videos halt eigentlich schöner, viel besser. Mittelschildwache. Okay. Boom. Bin mal als erster, bitte. Da ist einer meiner Verteidigungsmonster. Ja, Mann. Wie immer. Ich kann mich immer auf meinen Deck vertrauen. Ich werfe noch mal eine Karte, falls er mal was wirklich Gutes raushaut. Was ich aber hoffentlich nicht herausstellt, dass der ja, komm, geh sterben, Mann. So, weg mit dir. Du killst mein Monster, ich kill deins. Ja, ist jetzt mal mein Riesenfels. Dann greife dich direkt an, Mann. Bam. So, weiter geht's. Ja, ihr habt vielleicht auch gemerkt, es kommt jetzt die 1.13 von der Xbox. Ah, er kann ja immer direkt beschwören. Was? Oh mein Gott! So, erstmal deine schöne Karte weg. Oh mein Gott, war die OP. Das zieht den halt 1000 Lebenspunkte ab, ne? Wer witzig, jetzt mache ich ihm so viel Schaden, dass wenn er jetzt. Ja, der kann schon knapp werden mit ihm, ne? Weil der hat nämlich, der kriegt jeder so eine Karte, wo ein einmal weiß und einmal Gold, ganz viel Gold drin ist. Zwar, wenn man die hat, gewinnt man, und wenn man da gewinnt, gewinnt man ein Duell gegen, wie ist es nochmal der Ersteller von Yu-Gi-Oh? Der hieß doch, auch mal ein Pegasus. Und der gewinnt man halt einen Kampf gegen Pegasus und ein paar Millionen Euro oder Dollar halt. Ist auch ziemlich cool. Oh, jetzt irgendwas OP. Oh, oh warte, vorher. Oh. Oh, die hätte mir auch noch rausgeholfen. Ah, okay. Der kann, Alter, er hat 300 Punkte nur noch, Lebenspunkte. Oh Gott! Was ist das für ein OP-Viech? Allein das Viech ist ja schon viel zu OP. Weil der weiße Drache ist ja noch schlimmer. Ich beschwöre erstmal mein Ding. Tribut. Ah, jetzt wirst du gleich richtig. Jetzt wirst du richtig geabfuckt sein. Irgendwas zerstört ich deine Kodidoddy-Karte? Kann ich nicht mehr nehmen? Alter. Der könnte mich jetzt gleich so wegbammen. Ja. Scheiße. Ah,
wird dadurch gerettet. Alolli. Lolli Dolli. Ah, ich kann es aber nicht mit dem Monster aufnehmen. Kann es nur verteidigen. Am nächsten Zug wird der. Ah, ich brauche ein schwarzes Loch oder irgendwas anderes, was ihn in den Tod reißt. Was ist das? Wäre cool jetzt. Oh Gott, nächster Zug ist er tot. Ja, Mann. Setze das. Ihr tut mir leid, Mann. In den Verteidigungsmodus. Okay. Damit macht er mir jetzt erstmal einen Kott-Schaden. So. Nee, seine Stärke lässt nicht nach. Ah ja! Komm, geh sterben. Geh endlich verrecken. Los. Und. Erst 6 Minuten, Mann. Ah, er wird rausgeworfen, weil er die Karten, diese Karte, dass er halt das Gold gewinnt. Hat er geklaut und ja, jetzt wird er rausgeworfen. Oh, Finalkampf, danach gibt es nur noch Pegasus. Oh, das wird krank. So. Jetzt müssen wir gegen Joey Wheeler kämpfen. Warte, ich mach mal halt zufällig. Ja. Boom. Oh, ja, okay. Ja, ich bin der erste Joey, ja. Oh, okay, ich hab doch noch. Ganz kurz dachte ich, das kann ein Problem werden, aber Feuermonster. Habe ich irgendwelche Feuer? Nee, ich spreche noch auf. Ah, dein Babydrachen. Seinen kleinen Drachen werde ich gleich wegpusten. Ah. Zumindest habe ich jetzt eine Sache, falls er wirklich was. Der kann nämlich seinen rotäugigen Drachen spielen. Weg mit der Karte. Der kann nicht seinen rotäugigen Drachen spielen und die ist ziemlich OP, aber ich habe den auch im Deck, also mal gucken, vielleicht sehen wir ein rotäugiges Duell. Alter. Boom. Setzen. Und. Nein! Nein! Ach, aber ich habe noch einen, okay. Oh, jetzt kann ich gerade nicht angreifen. Nein. Nein. Boom! Nochmal richtig eine rein. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich könnte jetzt. Ich möchte es. Oh Gott! Ich muss machen. Ich habe jetzt den weißen Drachen, aber. Wenn ich das hier nicht mache, dann mal hoffen, dass er keine. Monster hat, wollte ich gerade sagen. Ja, komm, greif mich direkt an. So ein paar läppige 500 macht mir nichts aus. Aber dir wird diese. Meine schöne Maschine. Sich richtig rammeln. So. Okay, ich brauche noch 3 Züge und bei jedem brauche ich. Ich brauche beim nächsten Zug noch ein Monster. Und der darf mein Monster jetzt nicht zerstören. Da kann ich meinen weißen Drachen rufen. Oh, geil. Weg mit dir.
Oh ja, ich kann mit denen auch noch angreifen. Direkter Angriff! Okay, wenn er den jetzt hier nicht zerstört, habe ich gewonnen. Ja, eine verdeckte Karte. Jetzt beschwöre ich den rotäugigen weißen Drachen. Drachen mit eiskaltem Blick. Wow. Oh. Boom. Jetzt ist er eine der stärksten Karten im Spiel. Und Angriff. Vernichte seine Karte. Piu. Peng. So. Wenn er jetzt kein Monster... Er ist tot. Ich setz noch mal jemanden in Pachi. Hallo! Oh, mein liebes Ding. So. Ich greife direkt an mit rotäugiger weißer Drache! Ja. Okay. Nice. Okay. Jetzt ist das letzte der Ding, dann sind wir mit deiner Veranstaltung erstmal fertig und können unseren OP, der den ja gefangen hat, rausholen. Oh oh. Vor allem, der hat das Millenniums-Auge. Ich frage mich, ob das den gleichen Effekt hat, weil damit kann er in unsere Karten schauen. Aber ich weiß nicht, ob das gleichen Effekt hier hat. Okay, was bringt die? Beschwöre ein normales Monster. Stufe 1 oder höher. Special Beschwörung. Oh Gott, das spare ich mal auf, falls ich den Drachen habe. Den Blauäugigen oder den Rotäugigen. Oh. Ja, ab Stufe 5. Und ich glaube, Stufe 5 oder so ist. Das ist ja voll OP, die Karte eigentlich. Ja, komm, ey, ist auch ehrlich egal. Ich will ja auch nicht angreifen mit der. Meine Patchy ist aber hier. Ah! Ist jetzt die Frage. Ja, komm. Ja, okay, der ist genauso betroffen. Weil früher war das so, da. Es gab immer so einen Fehler, also in der ersten Folge, dass er hier. Kaiba hat Lichtschwerter abbekommen. Und dann hat er einfach Neues beschwört und angegriffen, obwohl das nicht geht, weil das geht für alle Monster, auch neue, die hinzugefügt kommen. Ich würde sagen, ich tröde die noch ein bisschen. So. Kann immer noch nicht. Okay, du bist dran. Ich bin gerade gesaved. Wenn er ja kein OP-Monster jetzt aus seiner Hand zaubert, wie so ein Betrüger. Ich beschwöre hier gerade ultra viel. Ah, der hat auch eine Marke. Ah! Oh! Ja, geil! Lichtschwerter, bam. Geflappt. Jetzt erstmal richtig schön rein durch. Du kleiner mieser Fricker. Okay, ich habe auch noch meine zwei Dinger. Und ich habe hier auch noch mal zwei oder so. Wenn ich jetzt den weißen Drachen bekomme. Ah, das wird so geil. Also hätte ich gerade einen weißen Drachen bekommen und der hätte mich geflankt. Ich wäre so ausgerastet. Ja. Ich würde sagen, ich sterben. Habe ich nicht irgendwie Oh, der hat mir eine neue Karte spendiert dafür. Okay. Wenn du meinst. So. Mein Steroiden-Typ wird das auch so oder so schaffen. Oh Gott, nee. Der war. Oh, wegen seiner scheiß Spielkraft. Oh, aber der kann mich nicht flanken, oder? Nee. Oh.
Einer kann mich flanken. Oh, aber jetzt muss er den verteidigen und der. Du bist jetzt tot. Weg mit dem. Tschüssi. Wahrscheinlich wird er mir jetzt das hier nehmen und mich einfach killen. Ja. Kann er machen. Hat er auch. Der hat es wirklich gebracht. Also, der hat wirklich gute Monster. Okay. Ich habe gerade übelst den Plan. Ich setze mir meine HP hier. Ich habe gerade übelsten Plan. Ich kann den hier gleich setzen. Dann kann ich einen von denen hier opfern und dann kann ich den direkt beschwören. Mein. Nein. Nein! Nein! Dieser kleine Mizzet mit seinen. Oh Gott. Oh, der hat hier alles zugespammt mit seinen Kottkarten. Ey, komm, wer soll zuerst sterben gehen? Mir eine Minute Mu und du bist tot. Oh. Alter Mann, oh, ich hätte mal einen schönen Drachen holen können, aber nee. Jetzt brauche ich irgendwas. Lege ein Polymerism von deinem Deck auf die Hand. Dann tun wir schon noch dein Deck. Karten anzeigen. Ich habe einen Drache. Oh, der ist er. Zweimal. Okay, nur zwei normale Monster einfach beschwören. Fusionieren. Hartes Duell. Ah, der kriegt aber jetzt jedes Mal Schaden. Bringt mal eigentlich herzlich wenig, ne? Ich kann jetzt hier nur warten, bis ich den weißen Drachen kriege. Um den dann zu spielen. Weil der weiße Drache, der flankt hier alle. Der flankt jeden. Ja, komm, greif mich direkt an. Ne? Kriegst das ja eh nicht hin, Mann. Geht dir das überhaupt auch? Nee. Mann, das geht nur, wenn ich ein Monster draußen habe. Naja. Oh, armer Apache. Tut mir leid. Ich muss dich jetzt hier opfern. Alles wird bald gut. Oh Gott, was ein Fick. Hat er nicht gebracht. Okay Leute, ich würde sagen, das war's mit der Folge. Hoffentlich hat es gefallen. Wenn ja, gebt mir doch noch oben. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.